Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. So, im letzten Part haben wir ja eine wunderbar spaßige Quest abgeschlossen für den Hobby-Barbecue-Brater hier. Genau. Der Typ, der genauso unverständlich reden kann, wie seine Weste sauber ist, oder seine Schürze sauber ist. Nein. Ach Mann. Was hat denn der jetzt auch noch für Probleme mit der verdammten Sekte, ey? Oh. Muss ich hier, bevor ich den Typen noch einmal anlabern kann? Was zum... Oh shit! Wo kam der denn her? Da war doch keiner. Hattest du gedacht, du wärst frei? Ja, dachte ich wirklich, Jacob. Ich weiß, ich wurde im letzten Part markiert. Oh, shit. Er ist besser geflohen. Die Welt ist schwach. Weich. Wir haben vergessen, was es heißt, stark zu sein. Weißt du, früher waren unsere Helden Götter. Und jetzt sind unsere Helden nur gottlos, schwach, kraftlos, verseucht. Wir lassen die Schwachen die Starken rumkommandieren und sind schockiert, dass wir vom rechten Weg abkommen. Aber die Geschichte kennt den Wert von Opfern. Vom Ausdünnen der Herde, damit sie stark bleibt. Wieder und wieder waren die Leben vieler wichtiger als die Leben weniger. So haben wir überlebt. Wir haben es vergessen. Und jetzt zahlen wir die Zeche dafür. Jetzt steht der Kollaps bevor. Und dieses Mal sind die Leben weniger wichtiger als die Leben vieler. Und wenn eine Nation, die niemals Hunger oder Verzweiflung gekannt hat, in den Wahnsinn abdriftet, sind wir bereit. Wir keulen die Schwachen. Wir tun, was getan werden muss. Die Welt ist schwach. Story-Mission. Töte das letzte Ziel, bevor die Zeit abläuft. Was für ein Ziel? Nimm die bereitgestellten Waffen, töte, um mehr Zeit zu erhalten. Was? Oh, shit. Oh, scheiße. Hat er uns jetzt eine Gehirnwäsche unterzogen? Mit Hilfe von ein bisschen Bliss und diese... Was hat er da gerade rausgezogen? War das eine Spieluhr? Hat so ein bisschen danach ausgesehen. Oh Mann. Du bist keine Heldin. Oh, verdammt. Gut, dünn die Herde aus. Oh Gott, wir werden jetzt von dem so richtig auf Soldat getrimmt. Shit. Zuerst das Bliss und jetzt das. Wo soll ich denn jetzt überhaupt hin? Hä? Oh Mann. Ach so, da war, oder nee, von da kam ich doch. Hä? Oder hier rüber. Ah, okay. Ja, hör mal. Ist jetzt scheiße. Na toll. Bin ich tot?
Kühn ist das wohl das Gleiche. Schwach gleich tot. Gut gemacht. So. Aha. Diese Sau. So, war's das? Nee, einer ist noch da. So. Ja, opfere die Schwachen. Oh Mann, ey. Bringe dein Opfer! So. Hi. Da war gerade eben noch. War da rechts noch einer? Ja. Wusste ich's doch. Was ist, liegt denn hier? Okay. Alter, wie schnell ich vor allen Dingen auch nachlade. Ich bin ja richtig gerade auf Crack. Der zeigt mir quasi, wie geil es ist, selbst stark zu sein, um die Schwachen zu unterdrücken. Aber dafür als Gemeinschaft stärker zu werden, oder was? Eieieiei. Nicht übel. Ja, schön. Schön, dass es dir gefällt. Ich schätze mal, damit habe ich es geschafft, hä? Musik aus. Gott, das ist Sully. Wann haben sie den geschnappt? Warum tun wir uns das überhaupt an? Die sind alle tot. Prüf sie trotzdem. Warum muss ich immer die Leichen checken? Ach du Scheiße. Was? Oh, fuck. Sie lebt. Walker, los, hol den Truck. Yes, Sir. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Pass mal mit an, Junge. Eli? Ist das... Was verdammt macht die bitte hier? Jacob hat sie genauso lieb wie uns. Jetzt wird alles gut, du Heldin. Die Whitetails retten dich. Bringen wir sie zu Wolfsdam? Wohin sonst? Tammy wird nicht begeistert sein. Sorg dich nicht wegen Tammy, das wird schon. Okay. Wie lange war ich da drin, heilige Scheiße? Oh. Der hat mich da einfach meinem Schicksal überlassen, der Penner. Verlierst du jetzt völlig den Verstand? Jetzt warte mal, Wheatie und ich waren uns einig. Ihr wart euch einig? Hey, ich war höchstens ein unparteiischer Beobachter. Es ist dumm. Und es ist gefährlich, das wisst ihr doch beide ganz genau. Was hätte ich denn tun sollen? Sie sterben lassen. Tammy. Sie war für Gott weiß wie lange in diesem Raum. Ich habe gesehen, was er mit Menschen macht. Aber du nicht. Du kannst ihr nicht trauen. Genau das erzählt man sich über dich. Aber zum Glück habe ich nicht hingehört. Das steht nicht zur Diskussion. Wir brauchen sie. Das ist alles, was zählt. Verstanden? Hattest recht, jetzt ganz locker genommen. Raus! Ich hab doch gar nichts gemacht. Das war mein Ernst. Wir brauchen dich. Ruh dich erstmal aus. Hey! Ich, alles gut? Ich schätze mal, ich habe den Widerstand hier gefunden, ne? Die Welt ist schwach. Kann ich bitte... Ah! Ich bekomme gerade die Silbertrophäe Only You. Wenigstens konnte ich das Radio kaputt machen. Keine Musik jetzt. Sorry, Leute.
biete dir was Schulden. Vor allen Dingen auch geil, ne? Ich stehe auf und das Erste, was ich mache, Radio kaputt hauen. Du bist auf. Eli will mit dir reden. Alles klar. Sorry wegen dem Radio, aber naja. Du würdest es nicht verstehen, glaube ich. Eli wartet auf dich. Alles klar. Ich schätze mal, ich habe hier den Widerstand gegen Jacob gefunden. Der allerdings noch ziemlich im Verborgenen lebt, wie es scheint. Schön in einem Prepper-Versteck. Ich kann hier kaufen und verkaufen, ohne dass einer da am Tresen liegt. Wow. Respekt. So, ich kaufe alles wieder voll. So, eventuell soll ich alles hier verticken. Grizzlybärenhaut, aber ich brauche ja Unbeschädigte, ne? Die hier bringt mir nichts. Na, wobei, doch, die bringt mir ja schon was. Ja, ich warte lieber noch mit dem Verkaufen. Wobei, Moment. Eine Sache kann ich ja definitiv verkaufen. Das sind die Wolfshäute. Die habe ich ja... Die habe ich ja schon maximal voll. Nein, nicht alle auf einmal. Hier den Stapel. Ja, genau. Okay. Noch irgendetwas, was ich quasi voll habe? Skunkhaut. Kann ich auch verticken. Beschädigte Haut. Ja, kann weg. Beschädigtes Fleisch. Ja, kann ich eigentlich auch alles wegmachen. Brauche ich ja für nichts. Steinbarsch. Da, der große Albino Löffelstör. Löffelstör Kaviar ist heiß begehrt, aber selbst wenn man den den Rogen der Fische selbst gewinnt, darf man ihn nicht über die Staatsgrenze bringen. Ist das nicht typisch für unsere Regierung, dass sie denkt, sie könne über die Eier von anderen Leuten bestimmen? Tch. Nice. So, die Fische verkaufe ich auch. Also Stapel verkaufen natürlich, so. Und den hier natürlich auch noch. So, perfekt. Mehr braucht es erstmal nicht. Ich wüsste gern, woher die Peggys die ganze militärische Ausrüstung haben. Wow, hi. Du bist wach. Ja, alles cool. Würde gern reden, aber Eli will was von dir. Okay, alles klar. Alles gut in G4. Hallo. Okay, einen Moment. Notiz von Ellie. So, wie du schon sehen kannst, ist die Lage da draußen ziemlich übel geworden. Wheatie und ich haben überall in den Wäldern kleine Lager mit Ausrüstung und Vorräten versteckt. Wenn dir mal was fehlt, dann nimm dir daraus ruhig alles, was du brauchst. Wir Whitetails müssen aufeinander aufpassen, Ellie. Da, ich wollte gerade sagen, ich habe hier noch ein Symbol gesehen. Der Whitetail-Schwur. Die Whitetails sind frei geboren, wir werden alles tun, um zu überleben. Wir lassen nie einen Mann zurück, wir leisten Widerstand, bis wir frei von Tyrannei sind. Alles klar. Da bist du ja. Jo. Ich guck mich nur um, aber das hier scheint der Ausgang zu sein. Du rappelst dich schnell wieder auf. Jo. Hab versucht, dich zu finden, Deputy. Dutch hält viel von dir. Hör zu, ich komme gleich zur Sache. Ich weiß, was du im Süden getan hast. Du hast den Vater verunsichert, und das ist gut für uns. Wir verlieren zu viele Leute hier oben, das lässt sich nicht leugnen. Wenn das so weitergeht, werden wir wohl keine Woche mehr durchhalten. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Ich versuche, Stellungen zurückzuerobern, also habe ich Whitetails losgeschickt, um das Besucherzentrum zu sabotieren. Da deponiert die Sekte nämlich ihr Bliss. Aber unsere Leute sind direkt in die Falle getappt. Sie wurden als Geiseln genommen und uns läuft die Zeit davon. Wenn ich noch eine Gruppe reinschicke, verlieren wir vielleicht alles. Aber du, mit dir rechnet die Sekte sicher nicht. Niemand außer dir kann damit fertig werden, Depp. Niemandem sonst traue ich das zu. Ich zähle auf dich. Du wirst leise reingehen müssen. Wenn die Sekte merkt, dass du da bist, töten sie vielleicht unsere Leute. Auf dem Tisch liegt dein Bogen, wenn du willst. Hol unsere Leute da raus, Depp. Viel Glück. Alles klar. Im Einsatz verschollen. Neuer Charakter, Tammy Barnes. Erreiche das Besucherzentrum. Alles klar. So. Du bist also Eli begegnet. Jetzt bist du in guten Händen. Er wird dich mit allem versorgen, was du da oben in den Bergen brauchst. Ich behalte dich aber trotzdem noch im Auge. Bis bald. Alles klar. Aber Moment, jetzt habe ich hier unten noch weitere Hauptmissionen freigeschaltet, sorry. Dann lebe ich lieber in Peggy und
Mit dem Bogen zu jagen ist das Beste. Okay. Klopfen. Wenn ich das hier dem Spiel könnte, würde ich es machen vielleicht. Handschriftliche Notiz. Tammy, ich weiß, du verstehst das nicht, aber ich verzeihe dir. Du hast den Worten des Vaters gelauscht, aber du hast sie nicht richtig gehört. Eden's Gate hat mir genau gezeigt, was ich schon mein ganzes Leben über vermisst habe. Einen Sinn in allem. Dank dem Vater weiß ich jetzt, was ich zu tun habe und was ich werden muss. Ich hätte diese Reise gern gemeinsam mit dir unternommen, doch ich weiß, dass das nicht geht. Wir müssen alle Opfer bringen. In ewiger Liebe, Mark. Oh je. Ja, scheinbar haben viele hier jemanden an die Sekte verloren. Entweder in Form von Angels oder Jacob hat sie zwangsrekrutiert. Oh Mann. Ich bin vorhin vielleicht ein bisschen schroff gewesen. Keine Entschuldigung, nur eine Feststellung. Ich traue niemandem, den ich nicht kenne. Aber Eli sagt, du bist in Ordnung. Also glaube ich das erstmal, bis ich mir selbst ein Bild gemacht habe. Wenn du was drauf hast, werden wir zwei uns toll verstehen. Die Sache ist die. Wheaty versucht, einen Piratensender zum Laufen zu bringen. Er erzählte Eli, er wolle helfen, die Miliz zu koordinieren. Aber ich bin sicher, dass er nur seine Musik hören will. Also tun wir ihm den Gefallen. Das Problem ist, dass das Signal nicht durchkommt. Unser Freund hier hat gesagt, die Sekte blockiert es mit Störsendern. Er hat auch gesagt, wie. Anscheinend gibt es zwei Störsender auf Funktürmen und einen dritten mobilen, der auf der Straße patrouilliert. Schalte zuerst die Türme aus, dann müsste ich das Signal des mobilen Senders orten können. Ich sag Bescheid, sobald ich was weiß. Erledige das. Vielleicht bauen wir so etwas Vertrauen auf. Du merkst die Kälte gar nicht. Alles klar, kriege ich hin. Funkstille. So, und da hat noch jemand was für mich? Hallo? Hast du kurz Zeit? Klar. Die Whitetail-Miliz ist schon lange bereit für diesen Kampf. Eli hat dafür gesorgt, dass es überall Vorratsbunker gibt. Waffen, Munition, was du willst. Man muss auf alles vorbereitet sein, oder? Aber so wie es gerade läuft, brauchen wir das Zeug hier. Und nicht in irgendeinem Bunker. Und auf gar keinen Fall dürfen die Peggys über das Zeug stolpern. Also wenn du uns diese Vorräte bringst, wäre das wirklich hilfreich. Aber es gibt ein Problem. Wir haben hier keine Karte der Verstecke. Frag mich nicht warum. Sicherheitsmaßnahmen oder sowas. Der Kundschafter oben auf dem Jefferson-Aussichtsturm sollte eine haben. Ist gleich westlich von hier. Viel Glück und sei vorsichtig da draußen. Die Welt ist heutzutage so. Okay, aufrüsten. Story-Mission. Das klingt nach sammelbaren Gegenständen, kann das sein? Aufrüsten. Erreiche den Wachturm. Naja, wobei, vielleicht auch nicht. Kommt drauf an. Wir werden es dann ja sehen. So, was zum Teufel war das denn jetzt? Was habe ich denn gerade markiert? Ist Herc eigentlich wieder verfügbar? Scheint so. Gut. Oh Mann, ey. Jetzt bin ich ein kleines bisschen abgedriftet. Sozusagen. Okay, erreiche den Wachturm. Erreiche den südlichen Sendeturm. Ja, Mensch. Die Missionen bieten sich da ja quasi an. Die kann ich da in einer Tour durchmachen. Mein ursprünglicher Plan ist es gewesen, erst einmal die zweite Quest von dem hier machen, dann das Prepper-Versteck. Dann wäre ich hier runtergereist, hätte dann das Gebiet von hier aus noch einmal so ein bisschen aufgeräumt, hättet hier die Missionen gemacht, hier das Prepper-Versteck, ne, hier den Außenposten, hier die Prepper-Verstecke, die sehr weit oben liegen sogar. Zumindest eines davon, ne? Hätte mich dann immer weiter nach oben gearbeitet und wäre dann sowieso irgendwann hier oben bei dem Außenposten und dem Klatsch-Nixon-Stunt gelandet. Ne? Was dann so mein Endziel gewesen wäre. Aber wenn die Story es gerade so anbietet... Ich komme so schnell ich kann! Ich laufe! Laufe so schnell ich kann! Ja, mach du mal. Du dämlicher Kerl, ey. kann ich dem gleich dabei zusehen, wie er sich schön ein paar Mal wieder selbst in die Luft sprengt. Der Experte, ey. Ist hier ein... ist das hier ein Jagdgebiet? Schauen wir mal ganz kurz. Ein paar Sachen lassen sich hier mitnehmen, aber ansonsten... Oh, Alter.
wie die Leute hier ausgestellt werden. Okay, was das angeht, ist der Typ ja echt extrem. Achtung! Mein fertig! Herc? Schießt du auch? Oder fährst du dem jetzt nur hinterher? Das will ich jetzt aber sehen. Oh Mann, die fahren immer weiter ums Eck. Fährt der dem jetzt einfach nur hinterher, Junge? Alter. Warum mussten die den Typen so doof machen? Oh, alle anderen Helfer haben ziemlich gut ihren Beitrag geleistet und waren ziemlich schnell durch mit ihrer ganzen Chose. Los geht's! Oh, aber Herc, der strapaziert wirklich meine Geduld. Das ist nicht gut. Moment, vorsichtshalber so. Ich wette, ich hätte hier jetzt rechts. Ja, habe ich mir gedacht. Deputy, Eli hier. Ich kann dich sehen. Hab den ganzen Berg mit Kameras zugepflastert. Das Zentrum ist direkt vor dir und es wimmelt davon, Peggys. Sei vorsichtig. Oh, ich habe ein Grizzlybär-Jagdgebiet entdeckt, Leute. Sehr gut. Wie gesagt, wenn sie dich sehen, töten sie unsere Leute. Also halt dich bedeckt. Schleich dich durch das Abwasserrohr an sie heran. Durch das Abwasserrohr? Alles klar. So. Herc sollte ich lieber hier fernhalten, aber der chillt da hinten, wo ich den Wegpunkt gemacht habe. Okay, hi, da ist ja das schöne Rohr. Ich muss da rüber. So. Schön leise. Okay. Mhm. Kriegen wir hin. Das ist ein schöner Schleichweg. Respekt. Einmal ganz kurz checken. Ob ich von hier aus noch ein paar, jawohl, markiert krieg. Ich geh voll ab. Tanzen ist gleich entkommen. Tu es nicht, bleib da hinten. Das letzte, was ich brauche, ist, dass du hier Rambazamba machst. Und dich selbst dabei öfter in die Luft springst als die Gegner. Nein, danke. Zum Teufel hat mich ein Oh, da kommt einer gerade die Treppe hoch. Harte Arbeit. Aber irgendwer muss es ja machen. Alter Herc. Mach keine Scheiße. Junge. Wir werden diesen Leuten den wahren Weg nach ihnen zeigen. Herc ist unterwegs. Oh, ich muss mich hier beeilen, bevor der noch irgendeinen Blödsinn anstellt. Irgendwie an Gegnern vorbeiläuft. Vorsicht! Diese Fanatiker sind komplett durch den Wind. Alles gut. Ich gehe von Punkt B zu Punkt A, aber vermutlich nicht in der Reihenfolge. Kontakt! Oh, Schwein gehabt. Hat zwar Kontakt gerufen, aber. Lass mich nicht in diesem Höllenloch. Ich schulde dir mehr, als du dir vorstellst. Scheint. Nur mal gut gegangen zu sein. Alles klar. Komm schon. Alles klar. Mach ich. Ich geb mir Mühe. Ich kann hier nicht bleiben, Amigo. Ja, ist okay. Du musst mir helfen. Die sind total verrückt. Oh, eng. Ich gehe von Punkt B zu Punkt A, aber vermutlich nicht in der Reihenfolge. Das ist ja. Scheiße. Scheiße, sie wissen, dass du da bist.
viel zu schnell! Sauber! Danke, Deputy. Treibt sie hart! Ich meine zurück! Treibt sie zurück! Nicht Sünderin! Geisel! Geisel, ist nur noch eine da. Schnell. Yes! Alle befreit. Wo ist der Penner? Was? Was? Ach, da! Ach, du Sackgesicht. So. Scheiße, Deputy. Die haben zwei Whitehills zum Devil's Drop gebracht. Jacob ist auf dem Kriegspfad und versucht, die Wolf's Den zu finden. Dann hätten wir keine Chance. Und wenn unsere Leute die Position nicht preisgeben, werden sie von der Klippe geworfen. Gib Gas, Deputy. Devil's Drop ist südlich von dir. Alles klar, erreiche den Hawkeye-Tunnel. Erstmal das Feuerzeug hier mitnehmen und das Magazin hier. Regenbogenforelle. Sehr gut. Sieht aus, als hätten wir ein kleines Problem. Die letzten beiden Blitzkonvois sind nicht am Ziel angekommen. Ich wette, das waren Eli und seine verfickten Whitetails. Ich sag euch was, richtet eine Straßensperre am Tunnel ein und dann mal sehen, wie viele Sünder wir fangen. Wer nicht redet, tja, Eli mal sehen, wie gut sie fliegen können. Und hier in der Kommandozentrale läuft alles zusammen. Okay, so. Ist ja nochmal gut gegangen, zum Glück. So. Dann, wir sollen jetzt einfach so schnell wie möglich... Wohin? Dahin. Okay. Da lang. Der Ort hier ist ja jetzt sowieso gespeichert. Dann kann ich hier ja jederzeit wieder hin. Was für ein Angriff? Was für ein Angriff? Kann ich helfen? Ha? Was für ein Angriff? Leute? Ruf einer die Sadis! Ich bin getroffen! Am Würstchen! Oh, oh! Was zum Teufel ist das? Was ist das? Seht ihr das? Wow! Böser Hund. Ein riesiges Wiesel! Ernsthaft? Was ist das? Kleine Cheeseburger-Wackelpuppe. Auch ein Fundstück und immer noch nicht die letzte Art von Fundstück. Ich weiß nicht, warum, aber ich glaub, ich was zum... Oh Mann, ey. Wie er ausrastet. Herc war schon wieder drauf und dran, sich selbst in die Luft zu sprengen. Ich hab's ihm angesehen. So, wo lang jetzt? Hier. Alles klar. So, vorsichtig. Mit dem Quad rutscht man ja gefühlt noch mehr als mit anderen Fahrzeugen. Wir haben in den letzten Tagen eine Menge Leute verloren. Walker, erinnerst du dich? Der stotternde Typ? Der ist verschwunden. Pass einfach auf dich auf, okay? Alles klar. Ich werde mein Bestes geben, auf mich aufzupassen. Solange ich von der Sekte nicht markiert werde und gejagt werde, gezielt. Ganz ruhig. Straßensperre voraus. Mhm. So, zwei Geiseln. Ich sehe schon einen Weg. Alles klar. Ich mag es, clever zu sein. Und werde mich danach wahrscheinlich wieder blöd genug anstellen, dass es irgendwie nicht hinhaut. Hawkeye-Tunnel. Irgendwie werde ich es noch verbaseln, aber ich gebe mein Bestes, wie immer. Schauen wir mal. Hier nochmal alles ein bisschen mitnehmen. Soll ich noch weiter hoch? Ah. Okay. Da kann ich schon von der Seite rein. Weiter nach oben ist ja nicht nötig. Kann ich mir nicht vorstellen. Das sind aber eine Menge.
Die würde ich jetzt am liebsten snipern, aber ich habe natürlich kein Snipergewehr dabei. Oder soll ich noch weiter nach oben? Ich weiß es ja nicht. Vielleicht gibt es weiter oben doch noch irgendeinen besseren Zugangspunkt. Was zum Teufel? Ja, okay, nee, glaube ich jetzt doch nicht mehr. Okay, Wow, Alter. Perk. Chill. So, ich muss einfach nur nah genug rankommen. Oh Mann. Oh Gott. Jetzt habe ich mich schon erschreckt hier. Alter. Ist die Zeit echt schon rum? Krass. Ich gehe von Punkt B zu Punkt A, aber vermutlich nicht in der Reihenfolge. Scheiße. Waren das alle? Wo sind denn noch welche? Ich habe doch gerade eben noch einen gesehen. Zumindest dachte ich, dass ich einen gesehen hätte. Die Wolves Den ist ein ziemlich krasses Ding, nicht wahr? Oh. Ich hab sie zuerst gesehen. Da bist du ja. Ach komm. Ich geh da runter. Hahaha. Wobei ich hätte Herc jetzt auch einfach ballern lassen können. Ups. Na gut, eine Geisel habe ich jetzt nicht gerettet. Meine Schuld. Du hast dein Bestes getan. Wenn wir aufeinander aufpassen können, hebt das die Moral. Vielleicht schließen sich uns sogar noch mehr Leute an. Scheiße, ich wusste, dass Tammy sich in dir geirrt hat. Glückwunsch, du bist jetzt einer von uns. Wenn du Zeit hast, hätte ich noch mehr Arbeit. Komm in die Wolf's Den, wenn du soweit bist. Alles klar, kriegen wir hin. Nice. Oh, wir sind schon kurz davor, hier schon den nächsten Widerstandspunkt zu füllen. Mit anderen Worten, der Typ wird sich wahrscheinlich bald schon wieder an unsere Fersen heften. Uns noch einmal entführen. Und weiß Gott, was er diesmal mit uns anstellt. Hier ist Jess. Aber gut zu wissen, ich dachte jetzt eventuell in diesem, dass in diesem Gebiet das Sägewerk eventuell unser Hauptquartier werden würde. Aber nö, scheinbar ist es halt dieser, Untergrundbunker. Reicht ja auch erst einmal. So, irgendwo hier habe ich jetzt auch ein Grizzly-Jagdgebiet entdeckt. Das habe ich ganz genau gesehen. Wildschwein? Nein. Irgendwo hier gab es ein Grizzly-Jagdgebiet. Ich habe es ganz genau gesehen. Da oben? Tatsache. Und da ist sogar ein Comic. Alter Vater. Ja gut, Leute. Da ich ja hier sowieso gerade hier in der Nähe bin. Was ist denn da unten? Achso, einfach nur Fahrzeuge. Ich dachte, da wäre auch noch irgendwas. Und das hier? Base Jump. Nein, danke. So, dann würde ich sagen, ich aktiviere als nächstes mal diese Mission hier aufrüsten, da ich hier ja schon so einigermaßen in der Nähe bin. Ach, wobei. Da hätte ich jetzt mich auch einfach runterstürzen können, oder? Wäre besser gewesen. Na, einmal Freiflug. Dann bin ich ja deutlich schneller da oben. Bin auch gespannt, ob ich da noch einen Grizzly finden kann. In dem Jagdgebiet müsste sich ja definitiv dann mindestens einer finden lassen. Und whoops! Oh, eng. Wow! Alter, wo ist der? Hä? Wo ist Herc? Wo ist Herc? Auf der Karte sollten die Bunker markiert sein. Sobald du sie hast, such dir einen aus und los. Aber Eden Skater Suchtrupps losgeschickt. Alter, Herc!
Ich glaube, Herc ist da. Ja, er ist da. Gott sei Dank. Und er hat das erwischt, was ich erhofft habe. Ah, danke dafür, Herc. Können wir endlich mal Fortschritt bei der Trophäe erzielen. Halleluja. Ja. Was ist denn hier passiert? Ein Zombie-Comic und hier ist die Karte. Um die Hüllen zu finden. Okay. Immer schön im Zickzack, Baby. Erreiche die Cooper-Hütte, erreiche die Red-Tail-Hütte. Alles klar. Ich würde sagen, ich lese noch eben das hier durch und dann sind wir hier erstmal weg. Truppenbewegungen der Sekte. 9.37 Uhr, drei Jäger, alle mit Bögen, gefolgt von zwei dieser Judge-Bestien, die sie haben. 11.21 Uhr, zwei in Geländefahrzeugen mit Gewehren bewaffnet. 13.55 Uhr, drei zu Fuß schwer bewaffnet eskortierten Gefangene auf dem Weg nach Norden. 17.04 Uhr, ein Geländefahrzeug auf dem Pfad Richtung Osten. 21.23 Uhr, vier zu Fuß mit einem Judge. Oh, hi. Oder warte mal, nee, das, sorry, das ist nicht. Da, der, macht den platt. Aber nicht uns, ne? Oh Mann, bis der da ist, ist der Wagen weg. Alter, du Dummer! Wie kann man so hirnverbrannt sein? Alter! Man kann die KI doch gar nicht so scheiße dumm programmieren. Der, warum ist der so dämlich? Danke. Zum Glück war in dem Zivilistenfahrzeug keiner mehr drin. Ich denke mal, das zählt dann wenigstens auch als zerstörtes Fahrzeug für die Trophäe. Alter Vater. Echt zu dämlich, um Gegner zu erledigen, ohne sich selbst dabei wegzuwemsen. Das ist ja echt unglaublich. Boah. Nice, wow. Diesmal hat er ordentlich getroffen, Mensch. Und auch eine günstige Position zum Ballern gehabt. Endlich mal. Ja, leider nur beschädigte Haut dabei rausgekommen, klar. Beim Raketenwerfer bleibt da nicht mehr viel übrig. Okay, Leute, sei es wie es sei, die Bärenjagd machen wir im nächsten Part und dann, sobald ich die Bären heute habe, würde ich mich ganz gerne wieder zurück zu Faiths Gebiet begeben und dort die Fälle abgeben, damit ich endlich die eine Mission mit dem Tierarzt dort abschließen kann. Ich bin gespannt. Jedenfalls würde ich für heute erst einmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!